freuen uns sehr über das Ergebnis und es war jetzt vielleicht nicht so spektakulär, nicht so aktiv, wie wir es vielleicht die letzten Mal gemacht haben. Das war unser Plan, heute ein Stück bei uns zurückziehen zu lassen, Mittelfeldpressing zu spielen und dann auf die wenigen Konterchancen zu lauern. Das ist uns ganz gut gelungen. Wir wollten defensiv gut stehen, haben wir getan, haben nicht viele Torchancen zugelassen, wollten danach schnell nach vorne spielen, haben schnell umgeschaltet, haben ja durch eine Standardsituation dann das 1-0 gemacht und ja, zweite Halbzeit war dann genau das Gleiche, fand ich. Wir haben VfB ein Stück weit das Feld überlassen, haben versucht zu kontern und haben so dann kurz am Schluss das 2-0 gemacht und den Sack zugemacht. Ja, ist schön, wenn man mal durch eine Standardsituation in Führung geht und dann einen etwas verunsicherten Gegner kommen lassen kann. Und die letzten Jahre haben wir es immer ein bisschen anders spielen wollen, vorne drauf gehen. Jetzt sind wir oft auf die Schnauze gefallen und diesmal waren wir einfach brutal effektiv. Und auch wenn die Stuttgarter nicht schlecht gespielt haben, sind wir, glaube ich, der verdiente Sieger heute. Ja, ich denke, es ist wichtig, das zweite Tor noch zu machen. Ich denke, das ist auch für uns als Mannschaft sehr wichtig. Ich denke, wir haben oft in den letzten Spielen 1-0 geführt, sind immer hinten reingeschwommen, haben manchmal noch das Tor gekriegt und jetzt haben wir noch ein Tor geschossen und das beruhigt einen dann auch für die letzten Minuten. Da hast du gerade nochmal offensiv gewechselt, hat nochmal alles versucht und wir wussten um unsere Konterstärke, dass wir dann noch ein, zwei Möglichkeiten bekommen und genau die haben wir bekommen, glaube ich, in der 85. Dementsprechend war es gut, dass wir die Chance gemacht haben, weil Stuttgart hatte, glaube ich, dann 4-5 Offensivkräfte auf dem Platz. Und so wurde es hinten raus nicht mehr eng. Ja, ich denke, wir sind ganz gut gestartet. Ich denke, ja, jetzt englische Woche, jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht. Jetzt sind wir am Dienstag gegen Freiburg zu Hause und da wollen wir den zweiten machen. Ja, knapp 2,5 Tage und dann steht schon wieder die nächste Partie vor der Brust. Freiburg, ein ganz, ganz unangenehmer Gegner. Von daher genießen wir heute den Tag und dann morgen regenerieren wir und dann ist schon wieder Abschlusstraining.